Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück jetzt auf meinen Kanal zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 und letzte Folge war Welt der Wunder, diese Folge ist die Strandbar dran. Schauen wir mal nach, was die zu bieten hat. Bin gespannt. Mich nervt, dass ich in diesem Fahrstuhl nichts machen kann. Ich würde ganz gerne irgendwie, dass man hier irgendwas machen könnte. Das wäre ganz cool. Es gibt hier nichts. Wundert mich, dass es hier kein Geheimnis in diesem Fahrstuhl gibt, oder? Mario? Ja, Mario? Mario! Coole Strandbar. Das ist lustig, wenn man wieder drücken, dass er sagt, er wieder irgendwas. So. Komm mal hier. Oder? Schiff. In die andere Richtung fahren. Ach, geht nicht. Gut, geht's mal weiter hier. Zimmerservice? Nein. Eine Tür? Igitt, guck's an. Yellow. Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dir dann? Also auf zum Labor, beeil dich. Okay, lass uns zum Labor. Ich glaube, wir können auch direkt so dahin, ne? Zum Labor. Was ist denn Schlimmes passiert hier? Hallo, Luigi, ich hab dich schon erwartet. Es sieht so aus, als hätten wir einen Toad erneut auf der Vermisstenliste. Das Schlimme ist, dass ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schreckwegflug weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Dazu benötige ich ein Material, das sich vermutlich im Hotel finden lässt. Nun schick dich den Toad auf die Suche. Allerdings, nun ja, sieh dir das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich dem Toad gegeben hatte. Wasserwerk, oder nicht? Genau, das ist B2. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der Toad von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Toad zurechtzufinden. Das Wichtigste aber ist, dass du mir dieses Verstärkermaterial sofort bringst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung deiner Aufgabe noch wohl gar nicht bewusst. Was? Also los, Luigi. Gut. Ja, zurück und dann zum Fahrstuhl und dann runter zu B2. Da wo das. Ja, das war, ne? Gut, hier können wir auch nicht viel ausrichten gerade. Was nehmen wir hier?
So. Auf jeden Fall ziemlich dann raus, ne? Ja, runter. Bam, 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 bam. Ich finde das total cool, die Musik, wenn er. So, ziemlich sicher ist es hier war irgendwo. Ja, okay. Todes denn hier runter? Da ist er rübergeklettert auf jeden Fall. So, Luigi kann ihn vielleicht holen. Luigi, Entschuldigung. Okay, aber es war der falsche Ding. Luigi muss in den anderen rein. In den. Durch, weil er ein Rohr kaputt ist. Da bist du doch. Ja, wo ist sowas passiert? Ich nehme ihn raus. Falle. Er kann ja nicht hinterher. Das ist das Dumme. Wie soll ich ihn denn rausbekommen, frage ich mich.
Auch nicht, ne? Warte mal. Auch nicht. Shit! Ach, warte. So geht's auch. So, wo hat er das Ding hingeschleudert? Auch irgendwo hier, ne? Oh, sieh mal, Luigi. Da oben hätte ich es nicht vermutet. Ich auch nicht. Jetzt nur wohl hingetan. Luigi, geh mal auf die andere Seite. Okay. Das ist die andere Seite da, ne? Tot nehmen oder hochschießen? Kann er erst das holen? Ah, tatsächlich? Wie geil war das denn? Hervorragend, das genau so ist möglich. Gut gemacht. Dann einmal auf dem Lower, damit wir den Schreck weg verstecken können. So, nehme ich ihn mit. Blockiert irgend so ein fetter Sack, das Ding. Okay. Flix, der Weg von dir ist blockiert, Luigi. Du musst dich nach Alternativen umsehen. Sieh dir am besten die Karte an. Ja, wir gehen jetzt mal um links. Hier längs gehen. Dann mal auf die Karte gucken. Ja, wir müssen aber, glaube ich, hier längs. Lustig sind wir hier eilt. Naja, es gab ja einen Alternativweg, als wir hier waren. Ja, es ist verkehrt. Hier nochmal runter.
Und hier zum Beispiel. Nix. Da hinten war jetzt drin. Mal runter kurz. Hab ich auf jeden Fall noch einen anderen Weg hier, ne? Da können wir nicht durch. Tot, wenn wir da hochschießen. Komm her, komm tot, komm mit. Weil da die Treppe hochgehen, glaube ich. Komm ich hier? Komm, Todi, wir schießen nicht mal kurz dagegen. Ja? Waffe ist tot, echt zu gebrauchen. Mal nach oben. Kann ich nach oben gehen? Jetzt hängt er da fest. Warum auch immer. Was ist, wenn ich gegen die Musikbox schieße? Okay. Ich glaube, er kommt trotzdem hinterher irgendwie. Okay. Gut. Ich glaube, diesen einen Weg, den wir vorher nicht gehen konnten, den können wir wahrscheinlich jetzt gehen. Testen wir mal. Euch erinnern könnt. Ich habe hier einen Weg, den konnten wir nicht gehen. Den suchen wir jetzt nochmal. Oh, da hat jemand Angst. Geist. Was ist da hin? Einfach hier. Oh, ich zitter. Hä? Jetzt bleib mal stehen. Ich dachte schon, da ist noch einer, aber da war keiner mehr. Gut. Oh, ich dachte schon mal wieder Gegner. Du bist aus dem Fahrstuhl, ne? Aber geht's irgendwie nicht weiter. Mann, sind schon ein paar hier, wa?
Jetzt wurde ich entführt worden. Oh, scheiße. Ja, klar, möchte ich dann weitermachen. Müssen wir nochmal retten, das kleine Viech. Macht mir ein bisschen leid, der Tod. Vom Tod. Runter? Ah, jetzt erinnere ich mich hier entlang, Luigi. Der Weg sollte zum Ausgang führen. Hier durch. Jetzt kann ich dich dagegen ballern tot? Oder ist es doof? Geht also. Immer durch eine Tür. Moment, das ist doch gar kein Drehrad, mit dem man sie öffnen kann. Warum ist das Drehrad? Okay, wir müssen mit Bande spielen. Kannst du das Drehrad holen? Das Drehrad holen? Ich dachte, dafür bist du da.
Ja, ich weiß, was da fehlt. Ja, der Tod muss einfach nur da gegenballern. Ah, das ist okay. Super, Todi. Los, pack's da ran. Und auf. Und raus. Was rein da? Ah. Was ist denn hier gelandet? Ja, jetzt hat jemand gemütlich gemacht. Komm her. So, ich brauche dich einmal, um eine Mauer wegzuballern. Genau, du bist da rauf. Ich gehe hier rauf. Da jetzt doch durchkommen, oder? Kann ich hier rüber schießen, tot? Ja, dann. Okay. Ja, hier durch. Ich weiß, dass es ein bisschen eklig ist, aber da musst du jetzt durch. Also komm in die Gänge. Durch. Jo. Hier waren wir schon mal. Warte mal. Was ist denn hier? So. Mist.
weit weg. Geister sind nervig. Sehr gut. Hallo, okidoki. Und ab zum Labor. Den Toten mal hinbringen. Heieieiei. Mein Gott, das wird auch immer verzwickt, ja, so ein bisschen, ne? Muss man sagen. Ein wenig zumindest. Aber auch cooler. Cooler und verzwickter. So, komm mit. Ja, ich weiß. Wie genau? So. Ah, Luigi, du bist zurück. Los, gib mir das Material. Wo wartest du denn? Und gib mir den Schreck weg, Flur auch gleich. Na los doch. Ja. Darf ich dir jetzt bereits umbitten? Meine Modifikation und der Schreck weg, Flur sind abgeschlossen. Mit Hilfe der Supersaugkraft kann die Effizienz des Geräts jetzt erheblich gesteigert werden. Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an eine Spezialsteckdose angeschlossen ist. Ein klitzekleiner Nachteil. Du wirst sicher auf einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier es mal aus. Aber oh, hattest du nicht erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zur Strandbasis wert, Luigi? In einem Rad von Superkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unbehörbar. Geh doch mal zurück und guck, ob deine Steckdose ist. Yes, das machen wir. Aber erst bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis dahin. Tschüss.